Ja, erstmal herzlich willkommen, Matthias aus Scholleck. Die Tinte ist kaum trocken, du bist gerade hier angekommen. Warum verschlägt es dich nach Hannover? Dankeschön. Ja, ich habe eine neue sportliche Herausforderung gesucht und glaube, dass ich meine Ziele, die ich habe, mit dem Verein wieder sportlich deutlich bessere Leistung zu zeigen, in der ersten Liga erreichen kann. Und die Verantwortlichen haben mich von dem Weg hier von Hannover 96 überzeugt, was man in der ersten Liga nach dem Aufstieg jetzt aufbauen möchte. Und da möchte ich meinen Teil dazu beitragen und dem Verein helfen, wieder ein stabiler und guter Erstligist zu werden. Wie sahen bisher deine Begegnungen mit 96 aus? Das kennst du ja schon irgendwie, das Stadion auch. Und wie sahen deine Begegnungen mit der Stadt Hannover vielleicht auch schon aus? Mit der Stadt als erstes noch fast gar nicht, außer als Gastmannschaft dann. Ich glaube, jedem Spieler bleibt der Maschesee am meisten in Erinnerung hier vorm Stadion. Und es ist ein großes Stadion, immer mit einer guten Stimmung hier gewesen. Es hat Spaß gemacht, hier zu spielen. Und das ist natürlich auch immer ein Grund, zu einem Verein zu gehen, wenn man da Spaß hatte, in dem Stadion zu spielen. Und Spieler habe ich schon sowohl mit Augsburg als auch Hamburg hier ein paar gemacht. Kann mich gerade nur an ein Duell erinnern, wo ich nur auf der Tribüne hier saß. Ich weiß jetzt nicht, ob es letztes Jahr oder vor 2 Jahren war, wo es ja für uns fast um alles ging und ein sehr wichtiges Spiel war und ich nur auf der Tribüne saß. Und es so von außen auch ein bisschen das Stadion und die Stimmung miterleben durfte. Und es war immer schön, hier zu spielen. Und deswegen freue ich mich auch und hoffe, dass wir dann am ersten Spieltag direkt ein Heimspiel haben und wir uns dann hier mit den Fans zusammen eine gute Saison aufbauen können. Die Jungs sind jetzt gerade unterwegs, aber gibt es denn bekannte Gesichter, auf die du jetzt wieder triffst und auf die du dich auch irgendwie freust? Ja, ich kenne Olli Sorg aus der U21-Nationalmannschaft, Felix Klaus kenne ich auch ein bisschen und Edgar Pripp habe ich auch schon mal kennengelernt und das sind bis jetzt die Spieler, die ich so von früher oder mit denen ich auch ein bisschen mehr Kontakt hatte und sonst kenne ich die Spieler jetzt nicht persönlich, aber ich habe gehört, dass in der Mannschaft eine sehr gute Stimmung herrschen soll. Das zeigt auch jetzt, dass die Jungs auf Mallorca sind und den Aufstieg zusammen feiern und dann freue ich mich auch, dass wir dann in einem Jahr vielleicht auch oder ich mit den Jungs dann auch was zu feiern habe und wir dann vielleicht wieder eine Tour machen. Du hast eben schon ein bisschen angesprochen, du möchtest dich gerne hier etablieren und auch der Mannschaft Sicherheit zurückgeben. Was dürfen wir denn von dir auf dem Platz erwarten? Was für ein Spieler bist du? Ich bin auf jeden Fall ein Spieler, der in jedem Spiel mehr 100 oder noch mehr Prozent gibt und sich da voll reinhaut und auch jetzt schon ein bisschen älter bin, auch ein bisschen Bundesliga-Erfahrung gesammelt habe und der Mannschaft auch nicht nur sportlich, auch menschlich weiterhelfen möchte und auch hier Verantwortung übernehmen möchte. Und ich habe in der Saison mehrere Positionen gespielt. Meine Hauptposition oder Lieblingsposition ist linker Verteidiger und auf der Position, ich glaube, bin ich ein Spieler, der offensiv sehr viel mitmachen möchte und da nicht nur denkt, wie verhindere ich Tore, sondern halt auch ein Abwehrspieler bin, der halt gerne nach vorne durchstößt und dann auch offensiv der Mannschaft weiterhelfen möchte. Wir haben gesehen, in der Länderspielpause warst du in London. Jetzt ist auch Urlaubszeit. Wie sehen so deine nächsten Tage aus? Wo verbringst du deinen Urlaub? Wie oder musst du dich direkt auf Wohnungssuche machen? Nee, ich bin erstmal urlaubsreif und will jetzt erstmal abschalten und werde dann auch direkt am Freitag mit meiner Freundin hoffentlich nach Marrakesch und dann weiter nach Ibiza fliegen. Es ist, glaube ich, noch nicht gebucht oder meine Freundin bucht gerade in dem Moment und danach werde ich mich auf Wohnungssuche begeben. Wie gesagt, Hannover ist eine neue Stadt für mich. Ich kenne mich hier auch noch nicht so aus und aber ich glaube, ich bekomme da auch genügend Hilfe vom Verein, dass ich hier auch eine Wohnung finde, wo ich mich dann sehr gut oder wohlfühlen werde. Und dann geht es dann Ende Juni ans Eingemachte und dann beginnt erstmal die Vorbereitung, die schönste Phase eines Fußballers. Bis dahin wünschen wir dir auf jeden Fall viel Spaß und dass du gestärkt dann in die Vorbereitung kommst zu uns. Vielen Dank. Dankeschön.